Ich zeige Ihnen gerne polnische Nationalgericht Pirogen mit Hackfleisch. Die Zutaten bestehen aus Mehl, 2 Eier, 1 kleines bisschen Schluck Öl, 1 Prise Salz, lauwarmes Wasser. Und das soll man ganz langsam das alles einrühren, dass der Teig schön geschmeidig dann ist, nicht so trocken wie ungefähr ein Nudelteig. Zuerst kann man das mit Gabel immer umrühren und dann am besten mit den Händen kneten. Dass es zu trocken ist, da soll man ein kleines bisschen immer noch Wasser reintun. Am besten das Teig gleich auf ein Brett legen und richtig kneten. Dass der Teig richtig muss durchgeknetet werden. Jetzt, wenn der Teig fertig ist, wir tun den wieder in die Schüssel rein und decken wir mit einem trockenen Tuch, dass es nicht austrocknet. Ich bereite jetzt Hackmasse, gemischte Hackfleisch aus Rind und Schwein. Dazu kommen jetzt 3 Eier. So. Jetzt machen wir ein kleines bisschen angeweichte Brötchen, dass der Teig nicht so sehr fest ist. So, das reicht so. Brauchen wir ein bisschen gekörnte Brühe, ein kleines bisschen Pfeffer, ein bisschen Majoran, ein kleines bisschen Kümmel und ausgepresst ein bisschen Knoblauch. Das bringt ein bisschen Geschmack ins Fleisch. So, die 3 Zehen, das reicht so. Und das muss jetzt richtig durchgeknetet werden. Das ist die Hackmasse für die Pirogen. Muss man richtig schön durchkneten. Kleines bisschen noch Senf. So. So. Gut. So, jetzt müssen wir ein kleines Stück abschneiden von dem Teig. Und das wird schön gleich ausgerollt. Der Teig muss schön richtig dünn ausgerollt werden, dass die schön dünn sind. Muss man immer aufpassen, dass es nie klebt. Also man muss immer drehen den Teig, dass man das immer, dass es nie so einklebt an dem Brett, Holzbrett. So muss das aussehen. Jetzt muss man immer ein bisschen Mehl drauf machen, dass es nicht klebt auf dem Teller. Jetzt wird das ausgestochen. Am besten gleich an die Seite legen. Da klebt das auch nicht so am Brett. Und jetzt füllen wir eine Hackfleischmasse. So, wenn wir das gemacht haben, nehmen wir das alles in beide Hände. Beide Ecken nehmen wir nach oben und kleben wir schön zusammen. Und das muss richtig zusammenhalten, dass die Masse nicht rauskommt. So ist das fertig. So muss das aussehen. So, das legen wir auf einen Teller. Zu den Pirogen brauchen wir jetzt eine Zwiebel. Schneiden wir in Scheiben, ganz fein, und wird dann als nächstes angebraten mit ein bisschen Margarine, ein bisschen schön heiß machen. In der Zwischenzeit habe ich Wasser gekocht, wo man ein kleines bisschen Prise Salz reintun muss. Und wenn das Wasser richtig kocht,
sollen wir die Pirogen ins Wasser reintun. Tun wir die Zwiebel reintun. So. Und die Zwiebel würzen wir mit Salz und Pfeffer. Man kann weniger auch nehmen, je nachdem, wie man mehr möchte oder weniger. Dann nehmen wir ein bisschen Petersilie. Und jetzt sind unsere Pirogen fertig. Ich wünsche Ihnen guten Appetit. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de